Hallo und herzlich willkommen hier zu Metro 2033. Und zwar kommt ja den Monat noch Metro Last Night heraus. Und da habe ich mir doch mal gedacht, mache ich doch mal das Metro 2033 noch so schnell als kleinen Einschub. Wollen wir mal beginnen. Schwierigkeit schwierig. Oh, schön andere Skins. So, schwierig und fortsetzen. Vorgeschichte. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Nun gut, das werden wir sehen. Zum Fortfahren eine Taste drücken. Zack. Hey, wart schon. Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Oh, oh, oh. Hab dich. Alter. Geht die Leiter flöten. Ja. Knapp. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Joa, machen wir gleich. Guck mir das Ganze hier gerade mal an, ob wir noch da irgendwas finden. Was ist denn das? Ah. Alter. Das Geräusch kennen wir doch aus StarCraft, oder nicht? Öffne das Tor, ich gebe dir Deckung. Die Maus ist mir ein bisschen zu schnell. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Alles klar, machen wir das. Ist offen. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Ups, nee, nicht wechseln. Kann ich die Munition aus der Waffe nicht mitnehmen? Anscheinend nicht. Die hat 4 Schuss? Nee, haben beide 4 Schuss, oder? Ich bin jetzt verwirrt. Jetzt habe ich 4 Schuss. Ach Gott, aber da ist Munition. Und zwar mehr als genug. Nein, Artyom ist noch nicht bereit. Artyom geht erstmal gucken, was er da noch so findet. Fuck. Okay. Verfehlt. Naja, klettere hoch und versuche es noch einmal. Raus hier. Zack. Einmal drüber gejumpt. Auf nach oben. Auf nach oben. Na, dann folge ich dir mal. Der scheint ja einen Plan zu haben, im Gegensatz zu mir. Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Torak. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Oha. Wisst ihr, ich gehe da unten raus, kann noch mal atmen, aber gehe 5 Schritte nach oben und dann wird's schon zu viel. Also, an vielen Orten, insbesondere an der Oberfläche, benötigt man zum Überleben eine Gasmaske. Beginnt Ihr Charakter zu husten, müssen Sie G drücken, um die Gasmaske anzulegen. Nehmen Sie die Gasmaske wieder ab, indem Sie G gedrückt halten. Um zu sehen, wie lange der Filter noch hält, können Sie auf Ihre Uhr schauen, indem Sie T drücken. Es ist ganz nah am Tor. Schauen wir mal auf die Uhr. Die steht noch ein bisschen. Lade deine Waffe. Die ist noch geladen, Jungs. Da kommen sie. Was? Oh. Ich sehe nur Schatten. Alter, was sind das für Riesenratten? Aber echt jetzt. Versuchen wir es mal mit Sie. Ja, ey, warte mal, da ist noch vielleicht irgendwas. Artyom,
Lass uns gemeinsam ziehen. Hilf mir mal, Artyom. Ja, ich komme ja schon. Ist ja gut, ist ja gut. Bereit? Drücken Sie mehrmals schnell hintereinander. Zack, 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 zack. Komm, weg. Komm. Ah, oh, und weg. Raus hier. Ich frag mich, warum er in dieses rattenverseuchte Loch überhaupt raus will. Hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Und es wäre. Ullmann, bitte kommen. Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Na dann los. Go, go, go. Zum Turm. Sturmlauf. Chiller. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Nix gut. Fiel dir deinen Kreis! No, nix gut. Ruhig bleiben! Achtet auf eure Kehrseite, Jungs! Alter. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Haha! Geil! Scheiße! Feuer frei! Still und halten! Ich glaube, ich rüste mal Pistole aus. Ach, da ist einer. Ne, das war, der war schon tot. Alter! Shitte! Da gehe ich down. Doch nicht. Oh, scheiße. Die Viecher können ja fliegen. Wow! Und da hat's mich. 8 Tage davor. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Okay, dann wollen wir uns das doch auch mal angucken. Wir wurden jetzt quasi nochmal 8 Tage zurückgeworfen in der Geschichte und durchleben anscheinend Artyoms Geschichte bis wieder zu diesem Punkt und dort geht's dann weiter zum Finalkampf oder, naja, werden wir dann sehen. Was ist denn dies? Drücken Sie E, um die Szene zu überspringen. Nö. Ich stell's mir mal angucke. Sieht aus wie eine Uhr. Ah, ich glaube, das ist ein Bild. Jo. Nostalgische Musik im Hintergrund. New York, Venedig. Und weiß der Geier was noch alles andere? Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Ja, alles klar, gut, Chefchen.
Papst, ich guck mal gerade hier. Gitarre, die können wir ein bisschen rumklimpern, Klimbims. Was haben wir da noch? Welchen Kaffee, Wodka. Licht, drehen wir mal ab. Haben wir eine Axt? Ich will die Axt mitnehmen. Mist, geht nicht. Was haben wir da noch? Das Licht auch noch aus. Hier auch raus. Ach Gott, was habe ich für eine kleine Kajüte. Der pennt. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Was haben Sie vor? Sie jagen, alle abknallen. Das ist nicht mal lustig. Ah ja. So, hallo, Adjom. Cooler Jäger, guten Tag. Kann man da bei anderen eigentlich rein? Nee, sieht nicht so aus. Oder? Doch, Duck. Nee, geht nicht auf. Schade. Weil da war ein Baby. Gefällt mir nicht. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Das weiß ich auch nicht. Wir folgen mal dem Big Dad. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Wer auch immer dieser Hunter jetzt gerade ist. Habt ihr meinen Sergei gesehen? Hallo, Adjom. Alles wird gut. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Oh, das ist nicht gut. Mami, müssen wir noch lange warten? Gehen wir, Adjom. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Die machen sich alle Sorgen. Hat ihn jemand gesehen? Petro. Man sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt noch. Ah, du bist es. Oje, alle machen sich Sorgen hier. Ich verstehe, aber bleiben Sie herein. Wir müssen die Hallo, Adjom. Guten Tag. Mein Alter hat hier anscheinend ein bisschen was zu sagen. Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Komme nicht dran. Sieht echt übel aus. Ich komme nicht. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Mut, es ist Hunter. Klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Das ist mal ein interessantes Tor. Oh, mit dicker, fetter Ausrüstung. Hallo, Kollege. Willkommen, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Servus. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Vielen Dank. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen Eindringlinge töten. Im Hauptluftschacht! Sie kommen von was oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Okay. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, los. Hol die Stelle eine Waffe. Von wo? Ah, von da. Ja, genau. Der Papa kriegt das Schnellfeuergewehr und ich krieg eine läppische Pistole. Egal. Mit den Tasten 1, 2, 3 und 4 sowie 5 oder mit dem Mausrad zum Auswählen und linker Maustaste können Sie die verschiedenen Waffentypen auswählen. Ein Messer steht Ihnen immer zur Verfügung bei der 1 und benutzen Sie es, wenn Ihnen die Munition mal ausgeht. So, dann würde ich mal behaupten, machen wir hier... Verdammt, so weit sind Sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Genau, und hier machen wir im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute.